Hallo, hier ist wieder Holger mit deinem Podcast Lass dich nicht abzocken. Finanzen, Lernen, Plan nehmen. Der Podcast von und mit Holger Nentwick. Der Titel des heutigen Podcasts: Die häufigsten Todesursachen. Warum sollte mich das interessieren? Ja, in der Tat, warum sollte dich das interessieren? Das Thema Tod ist natürlich für manche ein Tabuthema. Wer mag sich schon gerne mit so einem Thema beschäftigen? Da kommt da bestimmt so ein Finanzfuzzi, beschäftigt sich mit diesem Thema. Ja, der Finanzfuzzi, der Holger, beschäftigt sich heute mit dem Thema. Anlass dafür ist eine Statistik, die mir gerade heute in die Hände gekommen ist vom Statistischen Bundesamt, von DStatis. Die haben die häufigsten Todesursachen mal aufgelistet. Und im Folgenden erfährst du, was du und deine Liebsten daraus ableiten können. Was ist wichtig daran, diese Zahlen zu kennen, und vor allem wichtig, was bedeuten diese Zahlen für dich? Was kannst du damit anstellen? Naja, die Deutschen sind ein Volk, das mittlerweile sehr, sehr stark gewachsen ist. Wir haben roundabout in 2017 knapp 84 Millionen Einwohner und das Statistische Bundesamt hat herausgestellt, dass in 2017 932.000 Menschen verstorben sind. Tja, der Tod gehört zum Leben, den einen eilt es früher oder später, aber es eilt jeden. Deshalb lasst uns das Thema einfach entmystifizieren, ein bisschen praktisch sehen. Was kann man aus solchen Zahlen ableiten? Das heißt, 1,1% der Menschen versterben jährlich. Deshalb brauchen wir natürlich auch Geburten. Aber das ist nicht unser Thema heute. Schauen wir uns doch mal an die 10 häufigsten Todesursachen. Am Platz 1 und 2, die beiden haben einen Anteil von 61% an den Todesursachen. Die sollte man kennen. Das ist Herz- und Kreislauf und es sind Krebserkrankungen. Herz- und Kreislauftote 344.000, Krebserkrankungen 235.000. Dann geht es auf Platz 3 weiter mit Krankheiten des Atmungssystems mit 68.000 und die Unfälle, die man so oft von der Versicherungswirtschaft herausgearbeitet hat. Mensch, du musst dich gegen Unfälle absichern. Da gibt es ungefähr knapp 40.000 Fälle, wo der Unfall für den Tod ursächlich war. Aber das sind nur 4,29% der Fälle. Was kannst du aus diesen Zahlen ableiten? Tja, Herz und Kreislauf sind die Hauptverursacher von Todesfällen. Also lebe gesund, ernähre dich gesund, treib Sport. Das würde dir jetzt dein Personalcoach und so weiter, dein Arzt sagen. Als Finanzmensch muss ich dir natürlich sagen, es ist wichtig hier, wenn dir was passiert, deine Familie, deine Partner, deine Hinterbliebenen abzusichern. Wie kannst du das am besten machen? Das kann man am besten machen mit einer einfachen Risikolebensversicherung. Hier ist zu beachten, ganz wichtig, mach es nicht so, wie ein Versicherungsvertreter dir das empfiehlt. Du bist Versicherungsnehmer und versicherte Person und wenn du verstirbst, erbt beispielsweise deine Frau, deine Partnerin, die du eingetragen hast, dann das Geld. Das ist steuerlich sehr, sehr, sehr schlecht und sehr unlukrativ. Da habe ich dir schon mal in einem der Podcasts, wo es um Erben und Schenken ging, den Tipp gegeben. Du bist versicherte Person, derjenige, der das Geld verdient, versicherte Person, der finanziell Schwächere und der das Geld steuerfrei erhalten soll, ist der Versicherungsnehmer und zahlt auch diesen Vertrag. Ja, hör dir das in Ruhe nochmal an. Ganz wichtig, ganz anders, als jetzt draußen kommuniziert wird. Warum sage ich dir das so? Weil ich als Estateplaner, als Fachmann für den Bereich Erben und Schenken, Vermögensnachfolge, Vermögenssicherung darauf achte, dass das Geld in der Familie erstens verbleibt, dass die richtigen Leute das Geld bekommen, dass Minderjährige nicht sofort Geld erben und dass vor allem das Finanzamt gar nichts oder möglich wenig Geld bekommt. Also ist es wichtig, die Risikolebensversicherung abzuschließen und lass dir von einem Versicherungsvertreter nicht einreden, du brauchst dafür eine Kapitallebensversicherung, damit noch ein bisschen Kapital rauskommt am Ende deiner Berufstätigkeit, damit du dann im Prinzip, wenn du nicht gestorben bist, das Geld dann als Altersvorsorge nehmen kannst. Dafür gibt es bessere, renditestärkere Mittel, also lass dir das nicht einfach ungeprüft aufs Auge drücken. Eine einfache Risikolebensversicherung ist günstig und reicht aus, um dich und deine Familie optimal abzusichern. Gehen wir doch mal in den Bereich Erben. Wenn du keine Kinder hast, nicht verheiratet bist, könnte man natürlich sagen, ach, eigentlich brauche ich doch keine Absicherung. Ja, je weniger du Menschen versorgen musst, Hinterbliebene versorgen musst, wenn du ablädst,
ablebst, desto weniger Versicherung brauchst du natürlich. Vielleicht gar keinen Todesfallschutz. Die Bank sagt natürlich, wenn du ein Haus finanziert hast, wenn du verstirbst, möchte sie, dass der Hauptverdiener der Familie, wenn der verstirbt, abgesichert ist, damit das Haus dann schuldenfrei ist. Denn die Bank möchte die Immobilie nicht selbst in den Bestand nehmen und verwerten. Die möchte also dann eine schuldenfreie Immobilie haben und lässt dich das im Rahmen einer Risikolebensübung in der Regel auch abtreten. Jetzt könntest du auf die Idee kommen, naja, gut, ich habe eine Eigentumswohnung gekauft mit meiner Partnerin. Wir sind nicht verheiratet, stehen zusammen im Grundbuch drin. Und naja, wir haben beim Notar den Kaufvertrag unterschrieben, wir stehen zusammen im Grundbuch drin. Und das war's dann. Ups, das ist nicht weit genug gedacht. Die andere Seite der Medaille sagt nämlich, wir machen jetzt mal Probe sterben, dem Beispiel. Was ist, wenn du verstirbst, deine Partnerin erbt sie? Nein, die erbt den Anteil nicht, es sei denn, du hast ein Testament gemacht. Deine Hälfte der Eigentumswohnung geht in dein Erbe. Da du nicht verheiratet bist, erbt sie nichts. Wer erbt? Das sind die Eltern des Verstorbenen, Geschwister und so weiter. Du wirst verfolgt in der Verwandtschaftskette. Wer kommt dann in Frage? Und dann steht eine Erbengemeinschaft. Das heißt, in dem Falle, wenn du da kein Testament gemacht hast, dass deine Partnerin erbt, in dem Beispielsfalle, erben andere Leute. Das heißt, deine Partnerin hat eine Erbengemeinschaft mit irgendeinem fremden Dritten. Jetzt kannst du natürlich sagen, ach, meine Eltern, die sind nett, die werden meiner Freundin, die verstehen sich ja super, auf keinen Fall wollen die das annehmen. Naja, erstens erben sie qua Gesetz und wenn sie deiner Freundin dann die Wohnung zum Wohnen überlassen, ja, das geht natürlich irgendwie. Dann ist die Frage, ob eine Miete entrichtet werden muss, denn das Finanzamt möchte gerne Einnahmen haben, ist da recht erfinderisch. Da wird also immer unterstellt, du kannst einem fremden Dritten nichts kostenfrei zur Verfügung stellen. Also da muss schon wieder etwas therapiert werden, was von Anfang an nicht richtig gemacht worden ist. Es kann aber auch sein, dass die Lebenspartnerin, deine Lebenspartnerin sich mit den Schwiegern überhaupt nicht verstehen. Die sagen, naja, puh, ich habe da keinen Bock drauf. Ich möchte jetzt das Geld rausziehen von meinem Sohn aus der Immobilie. Entweder kann die Lebenspartnerin mich auszahlen oder sie muss ausziehen, die Immobilie wird verkauft. Ups, das ist nicht gut. Du merkst also, solche Themen, die interessieren dich als Verstorbenen Beispiel natürlich eigentlich jetzt nicht, weil du bist unter der Erde, aber ich denke mir, jeder, der selbst der Verantwortung hat und übernimmt, sollte darauf achten, dass im Ableben auch keine Probleme zurückbleiben. Also mach eine Risikolebensversicherung, wo deine Lebenspartnerin, deine Ehefrau, wie auch immer in den Beispielen, als Erben, als Begünstigte eingetragen sind. Dann wird das Geld steuerfrei dorthin geschoben und mach ein Testament, damit klar ist, wo Grundeigentum hingeschoben wird, wer das Ganze erbt, damit nicht irgendwie Eltern, Schwiegereltern und so weiter hier etwas erben. Das zum Thema Todesfallabsicherung. Die Unfallversicherung, die sehr, sehr oft genannt wird von Versicherungsvertretern, das ist ein, ja, Conditio sine qua non, das heißt eine Sache, die unbedingt sein muss. Du bist viel unterwegs, es könnte was passieren. Du hast ja gemerkt an den Zahlen, nur in 4,29% der Fälle ist der Unfall für einen Todesfall verantwortlich. Also kann man so eine Versicherung machen, man muss sie aber nicht machen. Viel, viel wichtiger ist es dann, eine Todesfallversicherung zu machen, denn über fast 95% der Todesfälle sind auf organische Sachen zurückzuführen. Herz, Kreislauf, Atemorgane, Nervensysteme und so weiter und so fort. Das heißt also, es ist wichtig, hier eine Versicherung abzuschließen, die dann Geld bezahlt, wenn ein Todesfall erfolgt, unabhängig von einem Unfallereignis. Also, meines Erachtens, die Unfallversicherung kannst du dir sparen, aber wenn du sie machst, mach sie auch wieder richtig. Da kannst du neben einer Invalidität auch eine Unfallrente absichern, wenn nach dem Unfall ein Unfallgrad vorhanden sein sollte, ein Schwerbehindertengrad vorhanden sein sollte, dann zahlt eine Versicherung ab 50% einer Lebensfall-Unfallrente. Das kann schon ein guter Beitrag sein, um finanziell ausgesorgt zu haben oder zumindest einen Zuschuss zu bekommen. Ja, das war's zum Thema Sterben, aber diese Krankheiten, die Häufigkeit der Krankheiten, bevor Menschen sterben, sind sie krank. Und wenn einer krank ist, kann er in der Regel nicht arbeiten. Deshalb lässt sich auch hieraus ableiten, eine Vorsorge zu treffen. Was ist denn, wenn ich krank bin, aufgrund der
aufgezählten Krankheiten und kann nicht arbeiten, habe kein Einkommen mehr. Das nennt man dann, du bist berufsunfähig und das kann man durch eine selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung absichern oder durch eine sogenannte Dread Disease oder schwere Krankheitenversicherung, wo konkrete Krankheiten, die fest definiert worden sind vom Versicherer und dann eine Einmalauszahlung haben, im Gegensatz zu der Berufsunfähigkeitsrente, die, wie das Wort sagt, die eine monatliche Rente zahlt, solange die Person berufsunfähig ist. Das sind auch sehr, sehr wichtige Bestandteile, um durchs Leben zu gehen, wenn Widrigkeiten passieren. Ja, ich hoffe, ich habe dir hier einige Ideen geben können, was für dich wichtig ist. Und denk immer dran, lass dich nicht sofort in irgendwelche Versicherungsverträge drängen, sondern denke sehr wohl darüber nach, was ist sinnvoll für dich und was ist nicht sinnvoll für mich. Und vor allen Dingen, Versicherungen müssen bezahlt werden. Und alles, was du in Versicherung bezahlst, fehlt dir, um zu leben und um deine Altersversorgung, um deinen Ruhestand auszufinanzieren. In dem Sinne, alles Gute und wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich auf eine tolle Bewertung auf iTunes, am besten 5 Sterne, mehr. Alles andere zählt auf iTunes nicht. Und ich hoffe darauf, dass du mir eine gute Rezension gibst. Hoppla, heute habe ich ein paar Versprecher drin, dass du mir eine gute Rezension gibst und den Podcast vielleicht an deine Freunde, Bekannte oder Arbeitskollegen weiter empfiehlst, denn auch die haben mit so einem Thema vielleicht das ein oder andere Thema. In dem Sinne alles Gute, dein Holger.